Dann haben wir uns auf die Bühnen gewagt und haben einfach losgelegt und wussten nie, wo das hingeht. Und das fand ich dermaßen befreiend auch. Das liest man auch in deinem Buch, also so dieser Versuch, eine neue Musik eigentlich zu erschaffen, die eben auch musikalisch damit aufbricht. Man hat das kurz gegoogelt und schwupp war die Musik da. Und das war natürlich auch faszinierend. So konnte irgendwie eine ganz junge Generation diese ganze Musik, die vorher ein Gerücht war, entdecken und hören. Hammer Number One war ich in bei Melody Maker, ne? Das war der Hammer mit einem Lied. Und es war dann im Allgäu in der Musikbox, das musst du dir geben. Ja, ich freue mich, dass ihr gekommen seid zu unserem Talk, Was ist Krautrock? Die Idee kam so ein bisschen auf, also mein Name ist Daniel Jahn und ich arbeite bei dem Hamburger Musiklabel Büro B und wir waren Anfang 2020, waren wir zu Gast bei Christian Morin und haben mal so ein bisschen gesprochen, wie wir vielleicht zusammen Programmpunkte gestalten können für das nächste Festival. Das war ja noch vor der Pandemie sozusagen. Und da war klar, dass Christian eigentlich Lust hatte, auch so einen kleinen Krautrock-Schwerpunkt zu machen. Wir haben dann natürlich bei uns auf dem Label ganz viele Künstlerinnen und Künstler, sowohl damals aus der Originalbewegung, sag ich mal, als auch Künstler und Künstlerinnen, die das heute aufgreifen. Und da kam auch die Idee, auf dieses musikalische Programm oder diesen musikalischen Schwerpunkt mit einem Talk zu begleiten. Und genau, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das gestalten. Und genau, da wollen wir euch heute versuchen uns ein bisschen diesem doch sehr großen Thema anzunähern. Vielleicht kurz zur Einleitung, nochmal ein ganz kleiner Abschnitt einfach. Also Ende der 1960er Jahre herrschte in der BRD ein Klima des Aufbruchs. Junge Generationen machten sich auf den Weg gegen starre und veraltete Strukturen, den Krieg in Vietnam, rigide Sexualmoral und die Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus. Und diese gesellschaftliche Entwicklung sollte auch innerhalb einer neuen Musik ihren Ausdruck finden. Emanzipiert von den einstigen amerikanischen und englischen musikalischen Vorbildern entstand im Underground Westdeutschlands neue Gruppen, die sich auf die Suche machen nach eben auch einem neuen Klang für diese besondere Zeit und die dabei die unterschiedlichsten Ausdrucksformen und Ansätze fanden. Was sie vereint, ist eigentlich die Suche nach dem Neuen, nach einer Zukunftsgewandtheit und vielleicht so eine Idee von einer musikalischen Utopie. Bands wie Kraftwerk, Ken Neu, Ashra, Tempel, Amon Düel, Popol Vuh, Cluster, Faust oder Tangerine Dream gelten dabei als Vorreiter. Und diese sehr hybride Bewegung hat ihren Namen Krautrock dann eigentlich von der englischen Musikpresse bekommen. Und dieser Name ist so als Sammelbegriff benutzt, was eigentlich relativ schwierig ist. Ich habe das schon angedeutet, weil es diese einheitliche Bewegung, was es vielleicht suggeriert oder dieses zwingende stilistische Gemeinsame so gar nicht gab, sondern es einfach unglaublich breitflächig war. Und dabei haben sich speziell auch die Wegbegründerinnen dieser Zeit, die eben als, oder diese Musik, die eben als Krautrock kategorisiert wird, auch oft davon distanziert von diesem Begriff, weil das eben die verschiedensten Spielarten von Prog, Jazz, Rock, Psychedelic Rock als auch ein großes Feld elektronischer Musik zusammenfasste. Und ja, eben diese Reduzierung ist und natürlich auch eine Reduktion auf die nationale Herkunft sozusagen. Und dadurch so ein bisschen so eine Abwertung auch immer ist. In unserem Gespräch wollen wir versuchen, dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Also einmal Krautrock als Genrebegriff. Was taugt das? Was steckt eigentlich dahinter? Wir wollen auch die gesellschaftlichen Hintergründe so ein bisschen mal beleuchten. Also was führte eigentlich dazu, dass diese neue Musik tatsächlich entstand? Und dann wollen wir im dritten Teil nochmal so ein bisschen rausschauen, was ist eigentlich aus Krautrock, also nachdem das so Mitte der 1970er Jahre, diese Blütezeit vorbei war, in den nachfolgenden Künstlergenerationen, was ist davon übrig geblieben und auch ganz aktuelle Generationen von Künstlerinnen und Künstlern, wie arbeiten die das heute auf und wie verhandeln die das vielleicht auch neu, das, was Krautrock damals als Einfluss gegeben hat. Und ich freue mich, die Gäste begrüßen zu dürfen, mit denen wir heute sprechen wollen. Zum einen Renate Knaub. Renate Knaub wurde 1968 Sängerin der Musikgruppe Amon Düel 2 und damit Teil einer der prägendsten Bands dieses sogenannten Krautrocks, mit der sie zahlreiche Alben, Produktionen und Tourneen bestritt.
Mitte der 1970er Jahre wurde sie zudem Sängerin der Gruppe Popol Vuh und Renate Knaub gilt als die weibliche Stimme des Krautrock oder der kosmischen Musik, wie es auch genannt wird. Hallo Renate. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich begrüße auch ganz herzlich Harald Großkopf, der seit den 1960er Jahren einer der umtriebigsten deutschen Musiker vielleicht ist. Seine musikalische Karriere begann als Schlagzeuger für die Formation Wallenstein. Mitte der 1970er Jahre wandte Harald sich dann ein bisschen ab von den scheinbar immer gleichförmiger gewordenen Rockschemata und orientierte sich in der damals aufkeimenden elektronischen Musikszene in Berlin-Neu, wo er unter anderem für Klaus Schulze oder Manuel Götschings Aschra Schlagzeug spielte. Und 1980 erschien dann mit Synthesist Haralds erstes Soloalbum, auf dem Harald organische Schlagzeugrhythmen mit elektronischen sequenzgesteuerten Melodien verband und bis heute ist Harald Großkopf sowohl als Solokünstler aktiv als auch in verschiedensten Kollaborationen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und ebenfalls freue ich mich, dass Christoph Dallach dabei ist. Christoph Dallach, Musikjournalist unter anderem für die Zeit oder das Zeitmagazin. Und Christoph hat in diesem Sommer ein Buch bei Surkamp veröffentlicht, das Buch Future Sounds, das als Oral History angelegt ist und wirklich eines, ich glaube, das umfangreichste Kompendium einfach zum Thema Krautrock ist, das sowohl die Musik selbst und ihre Entstehung beleuchtet, als auch das gesellschaftliche und politische Umfeld, aus dem heraus die Wegbereiter des Krautrocks eben diese neue Musik entstehen ließen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke. Dann wollen wir auch mal einsteigen, also ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Krautrock als so ein Genre-Tag, sag ich mal, eigentlich kaum taugt, weil einfach so viel verschiedenste Musik darunter zusammengefasst wird. Christoph, vielleicht als Einstieg mal, wie hast du es erlebt bei der sehr umfangreichen, ja jahrelangen Recherche zu deinem Buch, mit dem du mit ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen hast? Wie ist da die Beziehung tatsächlich von den Künstlerinnen und Künstlern zu Krautrock und natürlich Renate und Harald, wie habt ihr das damals erlebt, als dieser Begriff sozusagen als Schlagwort aufkam? Könnt ihr damit was anfangen? Taugt das was als Genrebegriff? Also ich würde sagen, es ist ein ambivalenter Begriff. Kraut ist eigentlich ein Schimpfwort der Briten für die Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die Musik, um die es da geht, hat sehr selten was mit Rock zu tun. Deswegen ist es eigentlich komplett gaga, der Begriff. Aber es gibt auch eine Menge Leute, die zu Recht sagen, dass er auch mittlerweile über die Jahrzehnte ganz nützlich geworden ist, weil er dann doch irgendwie in Plattenläden und sowas diese Musik zusammenfasst, so verschieden sie auch sein mag. Also er ist grauenhaft und praktisch zugleich. Also ursprünglich war das ja auf Gruppen gemünzt, die verkrampft versucht haben, angloamerikanische Musik zu kopieren. Im Grunde ist so eine Gruppe wie Scorpions ist eine Krautrockband. Ja? Und ich bin ja das ist genial. Ich komme aus dem kleinen Ort, wo der Rudolf Schenker, der Gitarrist von dem, mit dem ich in den Kindergarten gegangen und dann später auf der Schule waren wir noch 2 Jahre und ich habe ab und zu habe mich da mal ausgeholfen, so als 15, 16-jähriger Trommler, wenn der Schlagzeuger krank wurde. Und dann wollte ich da auch nach meinem Zivildienst, dann mache ich jetzt mit. Irgendwie, Scorpions war ja auch noch nicht berühmt, das konnte man damals auch noch nicht absehen. Und dann haben die mich 3-mal vor dem Proberaum stehen lassen und habe gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Und ich habe eben dann Rock gemacht mit Wallenstein und irgendwann mal über unsere Plattenfirma Pilz haben wir die Berliner Musiker kennengelernt, Tangerine Dream, Klaus Schulze. Und das waren so die Ersten, die sagten, Mensch, du spielst ja ein tolles Schlagzeug und so. Das kannte ich irgendwie nicht. In meiner Rockband Wallenstein, es war immer so ein bisschen Konkurrenzkampf und das war immer so ein bisschen krampfig. Und dann habe ich eben diese Faszination von elektronisch erzeugten Sequenzen, so als Schlagzeuger. Das groovte dermaßen, das kriegte man mit so Bands, hatte ich das bis dem Moment gar nicht hingekriegt. Und da war ich vollkommen von Socken und musste da unbedingt mitmachen. Und habe mich dann Klaus Schulze angeschlossen und wir haben dann Platten zusammen gemacht. Und so bin ich, habe dann auch lange in Berlin hier gelebt und habe da so meine Anfänge so mit elektronischer Musik gemacht. Ja. Weit weg vom Rock. Bitte? Weit weg vom Rock. Weit weg vom Rock. Also ich habe damals sogar, das war so schlimm, dass ich nach Wallenstein habe ich mein Schlagzeug verkauft und wir hatten vorher eine Session, das war so die kosmischen Kuriere, das war so eine Formation, wild zusammengewürfelt und
Da kann ich mich erinnern, wir waren auf dem LSD-Trip und ich kriegte die Gitarre von Manuel Götsching in der Hand und der hatte so ein Echo-Gerät und ich war alleine in diesem Raum und habe dann ich bin überhaupt kein Gitarrist, aber und das hat mich dermaßen, bis heute hat mich so Echos und diese monotone Sequenzierung hat mich bis heute nicht losgelassen. Renate, Krautrock? Ist mir ziemlich wurscht. Also, weil ich mich immer als, also wir uns immer als Psychedelic Rock verstanden haben. Und ja, klar haben die das im Melody Maker geschrieben und alles war Krautrock, aber es war mir wurscht. Schimpfwort für dich oder kannst du damit leben? Ich kann damit leben. Was ich allerdings komisch finde, was ich Krautrock heute, also da gibt es neue Gruppen, die machen halt irgendwie eine Musik, aber die finde ich zum Teil völlig unkreativ und also genau. Hat nichts mit Krautrock zu tun. Das ist ja auch ganz interessant, also da kommen wir vielleicht auch später noch zu, dass das Krautrock natürlich heute vielleicht auch anders gesehen und anders interpretiert wird, gerade von jungen Künstlern und Künstlern, die dann eben das als tatsächliche Musikrichtung verstehen und dann bestimmte Stilmerkmale vielleicht darunter verstehen. Aber so wie ihr das auch gerade angedeutet habt, gab es ja diese stilistischen Gemeinsamkeiten, die gab es ja im Grunde nicht, sondern was würdet ihr sagen, was war tatsächlich eher der musikalische Geist dieser Bewegung, also das, wenn man sagt, es gab vielleicht eine Gemeinsamkeit. Das Geniale ist doch, wenn man sich überlegt, zu einer Zeit, wo es Festnetztelefone gab, ja, haben, weiß ich, vielleicht 50 Wahnsinnige in Deutschland, in den verschiedensten Städten, angefangen Musik zu machen, die sich dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre später alle auf Festivals getroffen haben, gesagt, hey, wer bist denn du? Und oh, plötzlich war das entstanden. Und das finde ich so phänomenal. Also, weil wir haben uns ja nicht angerufen, hey Harald, wie geht's dir? Oder so. Wir kannten uns ja alle gar nicht. Wir haben uns ja dann dort vor Ort kennengelernt. Ist nicht zu fassen. Vor Ort sind Festivals jetzt, oder? Genau. Und Clubs halt. Jeder hatte so seinen Hausclub. Wir haben ein Jahr lang in München in einem Club gespielt, weil keine Konzerte überhaupt, es gab ja nichts, es wurden ja keine Konzerte für so eine Musik veranstaltet. Und wir haben ein Jahr in einem Club gespielt und eine Frau, die einen Recordshop hatte, die hat dann so eine Unterschriftensammlung gemacht, weil immer Leute kamen, gibt es von denen was. Und dann kam irgendwann ein Producer und hat gesagt, hey, lass uns das aufnehmen. Dann haben wir innerhalb von 2 Tagen eine Platte gemacht, weil das unser Programm war, das wir seit einem Jahr spielten. Und so ging das los. Und wir haben so vor so einem Taxistand gewohnt. Wir wurden fast mit faulen Eiern, also gesteinigt, weil wir so aussahen, wie wir waren. Ja, wenn man damals, so wie du damals in München die Straße runterlief, so Taxifahrer haben euch beschimpft. Minirock und klar, so eine Mähne und Minirock das, und die Männer mit irgendwelchen indischen Klamotten und was weiß ich, was alles. Buh. Und ihr habt genossen. We loved it. Ich hatte so eine lange Hose, meine Mutter hat mir da so einen Keil reingenäht und unten war dann so eine Gardinenborte drauf. Und genau. So indische Hemdchen mit so, genau. Mit so Knöpfen, so aus so einem Wollen. So einer Wollkugel, so lief man rum. Ne? Und Langhaardackel und alles solche Scheiße musste man sich an. Ne? Also es war einfach auch, wir kommen natürlich aus einer Generation, wo so Nazi-Eltern und diesen ganzen Nazi-Scheiß, meine Lehrer waren alle irgendwie Wehrmachtssoldaten gewesen, bis auf die ganz Jungen und dementsprechend waren die auch drauf und das hat meine Klasse bis heute so zusammengeführt. Wenn wir uns treffen, ist immer ganz toll. Also wir haben so eine Solidarität, egal wer wo welche Karriere gemacht hat oder nicht. Und das ist irgendwie ein Zusammenhalt. Das scheint mir aus dieser Zeit zu kommen. Wir hatten einen Hausmeister, der stand in der Tür, wenn es laut war. Und er sagte, das ist ja hier wie in einer Judenschule. Ja, so, das Nein. Ja, so ein Zeug haben die jetzt. Und das hat überhaupt keine Konsequenzen für den. Reden von welchem Jahr, als er das gesagt hat?
Das ist so in den Mitte 65, 64, 65 wow. rum. Ne? So. Und das war das Environment, in dem man groß geworden wir ist. Wir auch, unsere Lehrer, die haben uns, da gab es ein Kind, das wurde jeden Morgen mit dem Klassenschwamm, mit dem Schwamm gewaschen. Ja. Vor allen. Oder du hast also geprügelt. Warum wurde dieses Kind gewaschen? Ja? Warum wurde dieses Kind gewaschen? Weil der zu spät kam und aus einer sozial schwierigen Familie kam. Der hatte immer so eine Rotznase. Und der wurde erstmal gewaschen mit dem dreckigen Kreide-Siff-Schwamm. Ja, das waren Quälereien und das war eigentlich unerträglich. Und, oder man wurde einfach beschimpft auf der Straße, so weit wie dich. Das hätten sie bei Adolf an der Wand gestellt, mein Vater, Arbeitslager. Sowas haben wir gehört. Ne? Mein eigener Vater, ich war damals, also mit 15, war ich totaler Jazz-Fan. Also ich hatte Bilder von Coltrane und John Cherry und was weiß ich, wen hatte ich alles an der Wand. Und mein blöder Vater kommt rein und in weil er sauer war auf mich und reißt mir die Bilder ab. Und habe ich gesagt, Vater, das nützt nichts, die sind in meinem Herzen. Der war so sauer. Und so war das mit allem. Und als ich dann am Motiv war, was ist denn das für eine Musik und was soll denn das sein und so. Und dann, als ich natürlich auch im Allgäuer Blatt war, in der Zeitung, da ist er dann hausieren gegangen. So meine Tochter. Ja, ich habe mit meinem Vater auch sehr lange im Clinch gelegen, so bis 10 Jahre vor seinem Tod, bis ich irgendwann mal gedacht habe, das hat einfach keinen Sinn. Die sind dermaßen gebrainwashed worden damals und begeistert Hitlerjugend in den Krieg gezogen. Ja, die haben ja auch traumatisiert. Ja. Traumatisiert. Also viele haben Männer ja nicht drüber gesprochen. Und haben das weggeschüttet. Klar, mein Vater auch voll weggeschüttet. Also das ist ja auch ein Aspekt, der in Christophs Buch auch ganz zentral eine Rolle spielt. Also diese Herleitung im Grunde aus dem Nachkriegsdeutschland und dieser verzweifelte Kampf sozusagen, einfach diese nicht stattfindende Entnazifizierung mit den Altnazis, mit denen man überall noch konfrontiert war, so wie es auch tatsächlich beschreibt, und mit diesem Geist dem zu entkommen. Und die Musik daraus entstanden ist, das hatte ich ja eingangs gesagt, also das liest man ja auch in deinem Buch, also so dieser Versuch, eine neue Musik eigentlich zu erschaffen, die eben auch musikalisch damit aufbricht. Im Nachhinein wird das ja als so eine, ja, sag ich mal, sehr homogene Bewegung wahrgenommen. Hattet ihr damals das Gefühl, so Teil eines wirklich, so eine Aufbruchsstimmung, die auch größer war als vielleicht über den einen Kreis hinaus, dass das wirklich so eine Bewegung war? Das kann ich also auch so nicht sagen. Eigentlich, es gab ja Musikzeitschriften, gab es überhaupt nicht. In Deutschland hat auch niemand darüber berichtet. Man wusste, man konnte höchstens messen, ob das, was man gemacht hat, ob das gut war, an irgendwelchen Platten umsetzen. Und die waren natürlich auch nicht riesig. Damals gab es so Erwartungen, 100.000 Platten. Und wenn man dann nur 50.000 verkauft hat, haben die Plattenfirmen einen rausgeschmissen. Heute würden die alle die Füße küssen, ne, mit solchen Umsätzen. Ja. Und mit solchen Vorstellungen ist man natürlich auch konfrontiert worden und dann entsprechend enttäuscht und so. Ich weiß nicht, als ich mein erstes Album 1980 machte und dann nur 10.000 verkauft habe, da habe ich das Ding 10 Jahre nicht angerührt, weil ich dachte, das interessiert überhaupt keinen Schwein. Nein, schon allein, dass man durchs Ausland überhaupt, also wir sind ja nur durch das, dass sie in England so erfolgreich waren und die also uns mehr liebten als die Deutschen. Und die Franzosen und die Italiener, also die ganze andere europäische Volk außer Deutschland liebte uns. Ja. Und dadurch kam dann überhaupt erst das Ganze noch so anders ins Rollen. Das war ja bei euch genauso. Ja, genau. Tangerine Dream. Also Newcomer Number One war ich bei Melody Maker. Ne? Das war der Hammer mit einem Lied. Und es war dann im Allgäu in der Musikbox, das musst du dir geben, 50 Pfennig rein und dann kamst du. Da hat die Bude gewackelt. Der Vater war stolz. Großartig. Aber hattet ihr denn das Gefühl, dass ihr einen eigenen musikalischen Weg finden wollt? Also, dass ihr nicht klingen wollt wie die Beatles und die Rolling Stones, sondern dass ihr sozusagen den Sonderweg, euren Weg findet? Ja. Ja, bei mir hat das so Anfang der 70er eigentlich erst eingesetzt, durch die Begegnung mit der Elektronik in Berlin, mit den Berliner Musikern.
dass die einfach so völlig unbefangen, die waren ja jetzt auch keine studierten Musiker, bis auf ein paar Ausnahmen, und die haben so ganz anarchistisch das einfach gemacht, und das war ja bei euch auch so, und was ich jetzt so lese, auch in deinem Buch, kriege ich ja ganz viele Informationen, die ich auch selber nicht hatte, dass eben alle so einen anarchistischen Ansatz hatten. Und also ich war auch gar nicht politisch so. Das war einfach nur so die Sehnsucht nach was Neuem, nach was anderem. Nach und auch Kommune. Wir haben ja alle in Kommunen gewohnt. Ersatzfamilie. Ja, Ersatzfamilie. Wir haben ja alle Häuser gehabt, zusammen gemietet. Und so ein Ideal, Love and Peace, so eine Utopie. Genau den Gegensatz, den man zu Hause nicht hatte und in einer unmittelbaren Umgebung. Und alles mit Gleichgesinnten, das war super. Ja. Viel gekifft. Also das war eher so eine ganz naive Geschichte. Also ich nicht, habe ich nicht vertragen. Bitte? Ich war naturstoned. Konnte aber auch anstrengend sein, was du mir erzählt hast, in der WG zu sein, wo man dann für jeden Klimbim, den man sich kaufen wollte, einen Antrag stellen musste und dann haben die anderen abgestimmt. Ja, wir haben so wenig Geld gehabt am Anfang und die Männer, also ich war ja die einzige Frau unter 6 Männern, die haben alle von zu Hause ziemlich Kohle gehabt, ich aber nicht, weil es ein Arbeitermädel. Und da musstest du einen Antrag stellen. Also wenn ich eine neue Strumpfhose brauchte, habe ich gesagt, hey, Kassenwart, rück mal 5 Mark raus. Und das wurde dann aufgeschrieben, Renate braucht eine neue Strumpfhose. Scheint ja auch, also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen... Wir haben auch Kohl geklaut, weil wir kein Geld mehr hatten auf dem Acker. Und klar. Genau, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, also auch, dass das gemeinsame Musikmachen so ganz eng verknüpft war, auch mit dem damaligen gemeinsamen Leben, und dass es eben nicht so, man hat so eine Feierabendband, die man als Hobby betreibt, sondern dass das eigentlich so ein ganz enges Zusammen war und dass die Musik eigentlich so ein ganz zentraler Lebensmittelpunkt dann auch wirklich war. Genau, ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr dazu nochmal was sagen, wie im Alltag sozusagen, welche Rolle das für euch spielte damals? Das war bei mir weniger, also ich habe auch wenig in WGs gewohnt, eigentlich erst viel, viel später, aber ich war fast 50, meine letzte WG aufgelöst. Aber ich bin erst damals, wir hatten eben diese Band Wallenstein, und das war so, wir haben so ein bisschen fanatisch geprobt, so jeden Tag irgendwie 5, 6, 7 Stunden. Und das war jetzt nicht so, wie ich vorhin schon sagte, nicht so ein Zusammenhalt. Erst durch die Begegnung mit den Berlinern. Und ich habe dann erwartet, oh, ich bin jetzt auch mit denen zusammen und wir treffen uns jeden Tag und machen irgendwie Musik, improvisiert und toll. Aber das war auch irgendwie nicht so. Dann lief dann ein halbes Jahr mal gar nichts. Und dann traf man sich und die Proben sahen dann so aus, dass der Manuel und der Lutz an ihren Gitarren ohne Verstärker im Wohnzimmer so ein bisschen so die Harmonien also zuwarfen und ich mit einem Stöcken auf den Knien so, ah ja, okay. Und dann haben wir uns auf die Bühnen gewagt und haben einfach losgelegt und wussten nie, wo das hingeht. Und das fand ich dermaßen befreiend auch. Also das waren die tollsten Konzerte. Das ging natürlich auch manchmal daneben, aber das war viel, viel, hatte viel, viel mehr Qualität als so eine Programmmusik, wo man sich konzentrieren musste und was kommt denn jetzt gleich und so. Also das. Nee, wir hatten auch nur so ein paar Riffs, an denen man sich gehalten hat. Und dann wurde das Stück aber, also wenn wir dann live gespielt haben, war das immer anders, oder? Jedes Mal anders. Genau. Man wusste gar nicht, wo es hinführt. Man wusste gar nicht, wo es hinführt. Ja, und dieses Risiko, das hat eben, dann kommt ein ganz besonderes Gefühl. Und wenn man dieses Gefühl auf der Bühne gemeinsam so freisetzt, dann kriegt das Publikum auch das immer mit. Ne? Und ich meine, ich musste so kämpfen, Leute, als einzelne Frau mit diesen Affen zusammen. Das war unsäglich. Also richtig krass. Richtig krass. Auch so, dass ich bin manchmal auf der Bühne, habe gesagt, wenn ihr jetzt nicht leiser macht, ich stöpsel alles aus. Wirklich. Die waren so laut. Also wir hatten ja so einen Deal mit Orange, das war so eine ganz neue Amplifier-Firma aus London. Und du, dann standen die da vor ihren Stacks und die hat es fast weggeblasen, weißt du? Und ich stand hier dann auch noch immer 2 Schlagzeuger, weißt du? Und als Sänger stehst du da immer in der Mitte und hast gesagt, hallo, wo bin ich? Monitore, Pups mal, wo es nix war, weißt du? Ich habe immer nur, die haben immer geschrien, Renate, wir können dich nicht hören.
Es war abenteuerlich. Es war so abenteuerlich. Aber irgendwann haben sie es dann gecheckt. Aber es hat sehr lange gedauert. Es hat sehr lange gedauert. Also gerade beim Improvisieren und so, wie dann die Songs mehr kamen und so, da wurde, kam dann ein bisschen mehr Dynamik. Aber anfänglich, das war der Hammer. Genau, also Renato, das ist... Frustrierend. Und ich habe am Donnerstag, jetzt am kommenden Donnerstag, habe ich einen Termin beim Gehörgeräteakustiker. Das ist der Preis. Ja. Es geht noch irgendwie, aber es ist schon gibt es schon, ja, Schwierigkeiten. Ja. Ich finde das einen sehr bemerkenswerten Punkt, den du gesagt hast. Also tatsächlich auch, dass diese Musik, die sich ja auch aufgemacht hat, progressiv zu sein und eben auch, wie ich eingangs sagte, mit dieser veralteten Sexualmoral und mit all dem so ein bisschen aufzubrechen, dann aber doch eine fast ausschließlich männerdominierte Musik war und Renate als eine der ganz, ganz wenigen Frauen innerhalb des Krautrock aktiv war. Also ich weiß nicht, Renate, oder wie erklärt ihr euch, dass das dann trotzdem doch so eine sehr klassisch rockistische Männerkiste war? Einfach, was heißt einfach, aber ein Zeitgeist tatsächlich begründet? Oder ist das auch ein Phänomen, was speziell für den Krautrock auch nochmal zutrifft? Wenn du dir überlegst, dass... in Deutschland 1970, jo, die Frau zum ersten Mal ein eigenes Konto haben durfte. Musste fragen, ob sie arbeiten durfte. Ne? Oder fragen. Und ich habe mich halt getraut oder ich hatte Bock, was das zu machen. Und kannte natürlich 2, 3 Musiker von Dül sowieso schon länger. Und deswegen, ich habe da in London gewohnt und kam zurück und da wohnten die gerade frisch zusammen, habe ich mir gedacht, das ist the only way, muss da rein. Und dann bin ich da und gesagt, was willst denn du hier? Und bin ich irgendwie sauer gegangen und haben sie angerufen, also war das nicht gemeint. Und bin ich wieder zurück. Und dann ging das los. Wir hatten aber auch einen Übungsraum, also wir hatten erst eine riesige Wohnung zusammen, dann einen Übungsraum. Da sind wir jeden Tag hin und dann der eine hat dann das mit Gitarre und so. Aber bei mir war es so, ich war immer, wir haben immer so komponiert, die Männer hatten immer die Riffs und dann haben wir die Texte so gemacht. Und ich habe mich dann immer zurückgezogen und kam mir immer so vor wie so jemand, der eine Torte garniert. Ja, also ich war dann die Melody Makerin. Und es war so wie so ein Tortengarnieren. Die Männer haben irgendwie, ja, mach mal und so und so. Und dann habe ich angefangen, die Torte zu garnieren am Schluss. Und zum Beispiel bei meinem Lied, dieses Agent Thunderbird, das war sozusagen mein Durchbruch. Da lagen die Männer dann in der Regie auf dem Boden, weil ich keinem gesagt habe, was ich mache. Ich habe die an die Wand gesungen. Ein einziges Mal habe ich es gesungen. Und die lagen flach. Und ab da hatte ich dann so mein Männerpunkt. Aber das war ein Weg bis dahin. Aber super. Ich bin eigentlich mit einem starken Frauenbild groß geworden. Ich hatte eine sehr starke Großmutter, die war Chefin von dem Geschäft mit Büromaschinen. Ja. Und mein Vater musste da arbeiten. Also mein Vater war Angestellter meiner Großmutter. Und die war so die Chefin, ne? die war zu mir unheimlich lieb, aber die konnte richtig verteilen nach draußen und das fand ich irgendwie immer stark. Und meine Mutter hat sich auch von meinem Vater nicht viel bieten lassen. Also das, ich weiß auch nicht, warum ich so frech bin oder keine Ahnung, vielleicht weil ich mich ziemlich meinem Vater gegenüber darstellen musste. Auf jeden Fall habe ich mir einiges geleistet bei den Männern auch, als wenn so blöde Groupies kamen, wo du gedacht hast, bitte nicht so niveaulose, dumme Frauen, keine Ahnung, die da rumhingen. Ich habe gesagt, ihr geht jetzt. Und die Männer, du kannst ja nicht unsere Groupies wegficken. Und so halt, aber es hat mir wurscht, ist zu niveaulos. Genau, wir haben ja eingangs... Wild Times, Leute, ich sag's euch.
Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass das Krautrock, also die tatsächlich die Hochzeit des Krautrock war ja gar nicht, das war ja gar nicht allzu lange, das waren ja tatsächlich nur so ein paar Jahre. Aber das Krautrock als die Energie, die diese vielfältige Musik freigesetzt hat, eine unglaubliche Strahlkraft hat, die sich ja dann auch einfach durch die Jahre gezogen hat. Also sei es dann in den 80ern die experimentelle neue deutsche Welle gewesen, in denen Krautrock sich dann immer wieder auch niedergeschlagen hat oder diese Flöcke, die Krautrock eingeschlagen hat in der Musik oder später dann vielleicht auch so in dem Elektronika-Postrock der 90er Jahre bis zu diesem Kraut-Revival, was es dann in den 2000ern gab. Ich weiß nicht, Christoph, du als Musikjournalist hörst natürlich auch ganz viel, beobachtest ganz viel. Wie schätzt du das ein, die Strahlkraft oder die Nachwirkung, die Krautrock tatsächlich bis heute hat? Ich glaube, ich würde mal sagen, so die Zeit, in der diese Musik entstand, ist natürlich immer alles schwammig, aber das ist so 70 und würde sagen, bis Mitte, Ende der 70er sind die substanziellen Platten alle erschienen. Und dann hat sich es halt in viele Wege zerfasert. Und ich glaube, eine lange Zeit war dann einfach gar nichts, weil es einfach, glaube ich, auch vergessen war. Was sehr viel geändert hat, ist dieses Buch von Julian Cope, Krautrock-Sampler, das 95, glaube ich, erschienen ist, das so ein bisschen gaga ist, weil er sich da, Cope ist halt großer britischer Exzentriker, und der hat sich da wahnsinnig viel ausgedacht, was ihm viele übel genommen haben, aber ich finde zu Unrecht. Das ist einfach eine völlig irre Liebeserklärung an diese Musik. Und da hat er, finde ich, aber auch sehr gut irgendwie diese Bands eben zusammengestellt, die alle was Eigenes haben. Also da sind dann eben nicht die Scorpions drin, da sind nicht Jane drin oder Birth Control. Bei allem Respekt, aber das ist eben, wie Cope sagt, West German Rock. Krautrock ist halt dann irgendwie Cluster, irgendwie sind die kosmischen Kuriere, das ist Amondyl und wie sie alle heißen, und die verbindet eben diese Haltung. Und dieses Cope-Buch, das haben vor allem Briten immer gesagt, hat unfassbar viel verändert. Also da waren die Platten auf einmal überaus verkauft, wurden neu aufgelegt und auf einmal hat sich eine junge Generation dafür interessiert. Und das hatte dann schon auch eine Wirkung. Und die nächste Welle, würde ich sagen, war natürlich das Internet. Also eine Platte von irgendwie zwei Steinen, also so mega rare Dinger, die so viel wie ein Kleinwagen wert waren, musste man nicht mehr irgendwo auf einer Auktion kaufen, wenn man davon gehört hatte, sondern man hat das kurz gegoogelt und schwupp war die Musik da. Und das war natürlich auch faszinierend. So konnte irgendwie eine ganz junge Generation diese ganze Musik, die vorher ein Gerücht war, entdecken und hören, und ich glaube, die Bands, das müsst ihr dann sagen, hatten was davon, indem auf einmal irgendwie Leute zu den Konzerten gekommen sind wieder, weil sie diese Musik erstmals hören konnten, und zweitens, glaube ich, auch dann irgendwie die Platten auf einmal wieder ein Thema wurden, also in Neuauflagen und so. Ja, früher war eben, also in den 70er Jahren und noch weit in die 80er war es eben schwierig, überhaupt festzustellen, was man für einen Stand hatte. Ja? Ich konnte das nie so richtig einschätzen. Und durchs Internet kriegte man plötzlich Rückmeldungen aus der ganzen Welt. Ja, und das ist einfach, das war eine tolle Erfahrung. Das hat auch sehr viel dann so das Selbstbewusstsein noch ein bisschen gesteigert. Und ich bin ja auch weltweit unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Ich war in China 2018, das war eine ganz tolle Erfahrung. Nur junge Leute irgendwie und Leute Autogramme geschrieben wie nie zuvor. Und in Japan war ich, in Moskau, ich war in England. Und der Respekt, das ist schon eine ganz tolle Erfahrung. Das ist jetzt nicht so, dass man dann gleich vor Millionen Riesenkonzerte macht, aber so Clubs und manchmal eben auch ein größeres Ding, ne? Also das ist schon, so in meinem Alter noch sowas zu erleben, ist einfach fantastisch. Ja, ne? So viele haben dann riesen Hits und sind dann mit 30 am Ende und müssen dann in irgendwelchen Lagern arbeiten oder sich zu Tode saufen irgendwo. Ne? Nee, wir haben auch, ich glaube vorletztes Jahr war das, da haben wir auf so einem kleinen Festival, das in Veruno heißt es, das ist so im Piemont in Italien. Und das ist so ein ganz kleines Dorf, die machen jedes Jahr irgendwie so ein kleines Festival mit französischen Künstlern, also wo ich auch einmal küssen, weißt du, wo die ganzen alten Leute triffst wieder. Und da war ein 14-jähriges Mädchen mit ihrer Mutter da. Und die war der absolute Fan von mir. Eine 14-jährige, die extra mit der Mama zum Konzert, die war Schlagzeugerin. Genial. Ich liebe es.
Neu. Scheint auch so in so Wellen immer sich wieder zu wiederholen. Immer eine frische Generation entdeckt das, wie eben, und das ist eben, Krautrock ist aus meiner Sicht eben so ein Kulturphänomen wie Blues oder eben andere Musikstile. Ja. Und neue Generationen entdecken das immer wieder. Ne? Genau. Also Krautrock taugt ja eigentlich gar nicht so als, aber das ist ja wahrscheinlich nichts, was man sich so nostalgisch anhört, weil das dann die Lieder sind, die an irgendwas erinnern, sondern es ist ja meist auch dann eine improvisierte Musik oder eine immer neue Musik. Also was denkt ihr, was ist das, was Leute, die dann natürlich aus ganz anderen Lebensumständen kommen, als ihr sie damals hattet, aber mit derselben Begeisterung sozusagen diese Musik hören. Also ist das eine bestimmte Energie oder was, wenn ihr mit jungem Publikum heute sprecht, was habt ihr das Gefühl, was ist das, was die Leute dann fasziniert daran? Es ist eine Grundhaltung irgendwie. Wir wollten damals einfach selbst, wie uns, wir selbst sein und unsere Ideen verwirklichen und nicht irgendwo uns orientieren. Wir sind alle neidisch, dass wir damals nicht leben durften. Ja, und das entdecke ich bei ganz vielen Leuten, die so Techno machen oder die weiterentwickeln. Es entwickelt sich auch immer weiter. Und das habe ich auch erst sehr spät entdeckt, weil als der Höhepunkt von Techno war, das war so 95, habe ich das erst entdeckt. Und da war ich schon über 40 und dann bin ich natürlich nicht mehr in Clubs gegangen, weil ich das irgendwie, fühlte ich mich fehl am Platz. Und darum ist das so an mir vorbeigegangen. Und dann lernte ich über junge Leute, hörte das mal an, haben mir Platten aufgeschrieben, sag, wow, interessante Musik. Und habe dann auch so gewisse Parallelen zu uns entdeckt. Ne? Und diese Mentalität diese Grundhaltung, was Eigenes zu machen, sich abzugrenzen und Spaß zu haben. Und auch gerade auf Techno-Partys, ne, ist immer eine ganz tolle Stimmung. So. Die tanzen alle und haben einfach so. Genau. Also das finde ich spannend, was du sagst. Also auch dieser Punkt, dass also nicht nur bei den Hörerinnen und Hörern, sondern auch in der Musik wieder zu hören. Also da ist sozusagen, dass der Geist, Renate, ich glaube, du hattest das zum Eingang gesagt, dass du heute manchmal irgendwas als Krautrock gelabelt ist von heute hörst und einfach dich fragst, wie gehört das dazu, wie passt das dazu? Ich weiß nicht, spürst du das, wenn du gibt es irgendwie manchmal zeitgenössische Musik sozusagen, die du hörst, wo du spürst, das ist vielleicht derselbe Spirit, aus dem dieser Krautrock erwachsen ist? Nee, ich höre halt manchmal Frauen, die so singen wollen wie ich. Echt? Denke ich mir, Mädel, wo hast du denn das abgekupfert? Genau, also das ist ja auch ganz spannend. Also ich merke das ja auch als aus Sicht sozusagen eines Labels, die wir dann auch ganz viele Demos natürlich bekommen und gerade eben aus diesem Krautrock-Umfeld, dass viele junge Künstler und Künstler, die sich heute sozusagen ganz bewusst diesem Genre verschreiben, dann auch ganz eigentümlich, also da gibt es, glaube ich, teilweise schon so ein Verständnis, als gäbe es eben so eine einheitliche Stilistik, also da muss dann dieser Dingerbeat und ein bestimmter Basslauf sein und dann ist das Kraut sozusagen, also dass man sich sowas rauspickt und das finde ich ganz interessant, dass diese Diskrepanz, wie ihr es beschreibt und wie es ja tatsächlich einfach in der Fülle dieser Musik war, diese stilistischen einheitlichen Merkmale gar nicht gab, aber dass trotzdem sich diese Freiheit der Musik dann eben noch durchzieht, aber sie dann eben vielleicht nicht in dem zu finden ist, was heute Neo- oder Post-Kraut ist, sondern dann vielleicht eben auch in anderen Musikrichtungen. Ich finde das natürlich ein grundsätzliches Missverständnis, Neo-Kraut oder Post-Kraut, weil und die Idee von Kraut, die das ja alles verbindet, ist, was Eigenes zu machen. Also etwas zu kopieren, daran ist ja nichts Eigenes. Deswegen finde ich also die ganze Grundvoraussetzung da irgendwie seltsam. Also letztlich sind ja irgendwie Menschen, die sich was immer das sein mag, sehr Eigenes ausdenken, das würde ich sagen, ist der Geist. Und ich denke, das kann immer stattfinden. Wir haben natürlich aus dem Vollen geschöpft, so in den 70er Jahren, da entdeckte man plötzlich indische Musik und dann schnappten sich Leute eine Sitar und Tablas oder bulgarische Frauenchöre und ja, so. Und das ist heute Abend alles so, man hat über das Internet und diese unglaubliche Geschwindigkeit und die Flut von Informationen, ob das Musik ist oder sonst was, hat man einfach, ist man ja, einer Fülle ausgesetzt. Das ist, finde ich, ganz schwierig heute, da was Eigenes zu finden. Man muss schon sehr radikal auch eigentlich so, dass sich da ein bisschen abschotten und auch Traditionen brechen. Ne? Also das. Ich glaube, Renate, du hast das ja auch so ein bisschen eingangs erzählt, dass das so eine autarke Situation für dich dann auch im Allgäu war. Also
da hatte man ja dann auch gar nichts, sag mal, woran man sich anknüpfen konnte, sondern da war das Neue, entstand dann wirklich aus dem Nichts heraus und nicht aus, man hat ja heute natürlich, wie Harald sagt, mit dem Internet hat man ja ständig das Gefühl, dass es ein dauerndes Remixen und Aufgreifen und es ist natürlich für junge Generationen auch schwierig, nicht ständig im Zitat zu leben sozusagen, aber das war natürlich damals sicherlich auch eine ganz besondere Situation. Oh, das Instrumentarium spielte eben eine Rolle, ne? Also die Elektroniker, die dann plötzlich so ein Altar aufbauten und wow, und solche Klänge produzierten, die man vorher noch nie gehört haben, wo aus Maschinen plötzlich so tanzbare Grooves rauskamen, ja. und faszinierende Sounds, und man konnte mit der Elektronik konnte man Räume erzeugen, was vorher gar nicht so leicht möglich war. Wir haben den ersten VCS3, das war so ein kleiner Synthesizer, den haben so ein paar englische Nerds haben den in London gebaut, in so einem Gewächshaus. Und davon haben wir erfahren, haben einen bestellt und sind dann da hingefahren, völlig blauäugig. Wir wussten nicht, wie das geht. Wir haben nur gesagt, der Falk hat gesagt, ich kaufe das, ich brauche das, ich will das. Und dann sind wir dahin, hat diese kleinen Karten, so Steckkarten, so Stunden, Tage sind wir da vorgesessen mit einer Hingabe und Lust, bis wir die genialsten Sounds hatten. Und dann, es war einfach toll. Ja, und das, diese Faszination, da kann man natürlich jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr so erleben. Das gibt's alles. Aber es gibt eben gerade das, für mich ist das eben so faszinierend, so in der Computerwelt mit der Musik. Da gibt es unglaubliche Entwicklungen und die einem eine unglaubliche Freiheit geben. Ich meine, früher musste man träumte von einem Studio und Unabhängigkeit und aufnehmen können und das, was man kreativ herstellt, irgendwie festhalten, in eine Form bringen, Platten, CDs, sonst was. Und heute braucht man 2.000-3.000 Euro und dann kann man das in seiner Bude machen. Ja. Und das finde ich, also das ist eine unglaubliche Freiheit. Gleichzeitig können das natürlich ganz viele Leute machen. Ganz viele Leute können Videos herstellen. Ja, aber es kommt in ja einer irrsinnigen Qualität. Mit diesen Dingern kann man Videos taugt machen. Ja nicht alles was. Nee, das ist ja klar. Das hat ja früher auch nicht alles getaugt. Ja, ja. Das muss man einfach sehen. Das, die Qualität, Francis Ford Coppola hat mal gesagt, it's never the machine, it's always the man or the woman behind. Also es ist immer der Mensch selber und dann ist es eigentlich egal, was man anfasst, wenn es diese eigene Energie hat und man sich durchsetzt mit diesem Ding, weil das ist ja, erzeugt natürlich auch Widerstand, weil es ja auch provozieren muss. Was vorher noch nicht existiert hat, muss ja erstmal, Leute müssen sich erstmal dran gewöhnen, ne? Was ich immer toll fand, dieses Zitat von Klaus Schulze aus den frühen Tangent Dream Jahren, dass der sagte, wir hatten dann irgendwelche seltsamen Melodien programmiert und dann gespielt und dann sagt irgendwie einer im Studio, bitte nochmal, dann sagte, wir konnten kein Stück ein zweites Mal spielen. Oder Schulze hat auch einen sehr schönen Satz gesagt, wenn immer, das ist ja alles unnatürliche Instrumente so, ne, hat er immer gesagt, Alter, so eine Geige, die wächst auch nicht auf dem Acker. Und das fand ich irgendwie super. Und wenn man so ein Klavier sich anguckt, was das für eine Technologie ist, ne? So, was das für eine komplizierte Mechanik ist, das ist auch Technik. Ne? Und diesen Zugang fand ich irgendwie sehr befreiend. So, ne? Aber das ist jetzt klischeehaft, aber man muss ja nochmal sagen, dass Drogen durchaus immer wieder eine Rolle gespielt haben. Du warst ja bei Sessions dabei, wo ich immer noch unfassbar staune, dass du dich daran überhaupt erinnerst. Die LSD-Sachen mit Rolf Ulrich Kaiser und den kosmischen Kurieren, das ist Musik, finde ich, die man sich so herausfordernd nur anhören kann. Aber es muss sagenhaft gewesen sein in der Produktion. In der Erfahrung auch, ja. Also das war... damals wusste man nicht viel Bescheid. Man hat irgendwie Timothy Leary Bücher gelesen, oh, LSD, und dann kriegte man erst mal so ein Ding reingedrückt und hatte überhaupt keine Ahnung, was das für eine Wirkung ist. Dass es einem wirklich den Wahrnehmungsteppich unter den Füßen wegzieht. Also man sitzt hier und plötzlich macht der Boden so eine Welle oder Fenster fangen an zu atmen und die Fantasie, die man hat, die wird plötzlich physisch man kann es physisch spüren, das ist sehr faszinierend, das hat natürlich, wenn man mit Ängsten dann konfrontiert wird, kann das auch voll ins Gegenteil gehen und traumatische, psychologische Situationen
können natürlich auch einen Menschen zerstören. Ich habe das erlebt und so. Und also ich würde auch heute das nicht mehr nehmen, das wäre mir viel zu gefährlich. Wir waren halt irre naiv damals. Ich habe noch ein paar schlimme Dinge erlebt, aber beim Musikmachen so, das war ja über Rolf Ulrich Kaiser, der lernte Timothy Leary in der Schweiz kennen. Der war gerade vom CIA geflüchtet, weil die den verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob Timothy Leary, ob das was sagt. Aber erklär doch mal Rolf Ulrich Kaiser, den ich fange erstmal noch. Spannende Figur, genau, finde, also, Rolf Ulrich Kaiser war ein Plattenlabelchef von Pilz und Ohr, wo eben diese ganzen Leute, von denen wir hier erzählen. Und davor ja ein relativ bekannter Journalist. Genau, Journalist, hat Bücher geschrieben und der hat eben irgendwann in der Schweiz Timothy Leary kennengelernt. Das war ein Professor, ein Harvard-Psychologie-Professor und der durfte damals legal, in so Anfang der 60er, hat er mit Adam Maslow oder mit Maslow haben die Experimente gemacht, also LSD. Sandoz war eben so eine Chemiefirma in der Schweiz. Immer noch, ja. Da gab es die Besten. Und der hat eine, Albert Hoffmann war ja ein Schweizer Pharmazeut, der hat das LSD erfunden und Timothy Leary musste eben abhauen, weil die den verfolgt haben in Amerika, weil er durch seine Bücher und in der Hippie-Bewegung so eine Popularität hat, dass er eine politische Gefahr für Nixon wurde damals. Und dann haben sie ihn verfolgt, dann ist er abgehauen und die Schweiz hat ihm Asyl gewährt. Und über eine Künstlergruppe hat Rolf Ulrich Kaiser, von dem ich gerade erzählt habe, den kennengelernt. Und der hat natürlich über Albert Hoffmann direkt wahrscheinlich zu den Pharmazieunternehmen da Kontakte aufgenommen. Und die haben da super cleanes LSD produziert. Nicht den Dreck, den man oft auf der Straße kriegte, wo zum Beispiel Strychnin drin war, muss man sich vorstellen. Und das war ein super cleanes Zeug. Und im Studio haben wir einfach eingeworfen und nach einer halben Stunde plötzlich ging die Post ab. Ja, ich kann mich erinnern. Jeder spielte jedes Instrument auch. Es war einfach, es war so eine faszinierende Erfahrung, als ob man wie ein Baby, was so die Welt entdeckt. So, diese wir haben zu 14 den allerersten Trip zusammengefressen. Mhm. Zusammen. Mhm. In Kreis gesetzt. In der WG war das bei euch, ne? Gehalten und gewartet, bis es losgeht. Ja, und in der Mitte war so ein Kunstlehrer auch von der Kunstschule, der uns sozusagen betreut hat, falls er abgeht. Das war großartig. Das war so super. Ich habe vor einer Woche habe ich gelesen, dass man überlegt, die LSD für Therapie, die psychologische Therapie wieder einzusetzen. Also natürlich vorher checkt man ab, ob die Leute nicht so einen starken Schaden haben, dass es nicht so gut ist. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, weil es wirklich auch so dieses ganze, seine ganzen Denkmuster irgendwie in Frage stellt, wenn man so eine intensive Erfahrung macht. Also ich möchte auch jetzt hier keine Werbung für LSD machen, möchte ich nicht. Man kann ja auch darauf hinweisen, dass der Turbo-LSD-Fan Rolf Ulrich Kaiser irgendwann vom Weg abgekommen ist und bis heute verschollen ist. Genau, bis heute verschollen ist und einige Musiker von Ashra Tempel, der Bassist, der Hartmut, der so, das war so Mitte der 70er, fing der plötzlich an. So zu grinsen und ich war ganz erschrocken. Und dann erzählte er mir, er hätte jetzt einen Ton entdeckt, einen einzigen Ton. Und wenn man den auf die Platte, auf die eine Platte bringt, das wird ein Hit. Ich muss das irgendwie rausbringen. Und dann hat er sich einen weißen Kittel umgehauen und wollte das dem Papst klar machen. Ja, also das ist sehr tragisch. Ne? Es ist witzig, aber es ist auch sehr tragisch. Und er ist dann auch irgendwann in der Psychiatrie gelandet und ich habe ihn dann Jahre später irgendwie getroffen und dann haben sie ihn sediert und so. Und er ist leider auch schon 15 Jahre nicht mehr unter uns. Aber ich habe einige Menschen erlebt, die das nicht überlebt haben. Also das ist auch eine ganz gefährliche Droge. Aber ich denke mal, wir haben natürlich auch unsere Generation hat eben diese Traumata irgendwie von unseren Eltern irgendwie mit sich rumgeschleppt. Und man weiß heute, dass Traumata von Elterngenerationen sich über sogenannte Methylierung, ohne dass das kommuniziert wird oberflächlich, auf den genetischen Code der Kinder überträgt. Also das ist und ich kann mir vorstellen, dass wir da einiges mit uns rumgeschleppt haben. Und wenn man mit solchen Sachen, Ängsten konfrontiert wird, auf so einem Trip, das kann furchtbar in die Hose gehen. Ne? Und gekifft haben wir natürlich auch ganz viel und mittlerweile darf man ja, glaube ich, 6 Gramm mit sich rumschleppen und damals blickte überhaupt keiner durch. Ne? Man konnte auf der Straße kiffen, das kannte keiner. Eine Szene muss ich erzählen,
Wir sind mit Wallenstein, damals hatten wir immer, um Geld zu sparen, haben wir uns so einen LKW gemietet. Vorne saßen drei und hinten auf der Anlage haben wir unsere Rucksäcke und unsere Schlafsäcke ausgebreitet und mit unseren Freundinnen und so, und dann die Tür so ein bisschen aufstehen lassen, hinten so angeschnallt, damit wir da auch Luft kriegen. Und dann haben wir uns die Joints gerollt und wir fuhren so durch die Stadt. Man merkt immer noch Ampel und wieder weiterfahren. Und dann ging plötzlich die Tür auf und dann stand da ein Polizist und wir irgendwie, und dann dachte ich, oh Gott, jetzt geht's ab. Und dann meinte er, ja, seine Tochter wäre ein ganz großer Fan von uns und ob wir nicht Autogramme schreiben könnten. Ne? Klar, ne? Das hat sich gemacht. So ein Zeug haben wir erlebt. Oder ich habe den geschickt, immer nach Italien geschmuggelt. Ja. Immer schön die langen Haare zu knoten, alles drin. Ja. Die Buben geschwitzt wie die Verrückten, weil sie Angst hatten. Und ich, Signore, und bin zu dem hin. Und und auf Flugzeugklos haben wir gekifft, ey. Das muss man sich heute mal vorstellen. Also ich glaube, da haben wir jetzt so verschiedenste Seiten tatsächlich beleuchtet. Wir sind leider fast mit unserer Zeit schon am Ende. Das ging doch jetzt sehr schnell. Aber vielleicht als zum Schluss jetzt nochmal die Möglichkeit, falls es doch aus dem Publikum noch vielleicht Fragen gibt, das zumindest jetzt in den letzten Minuten nochmal aufzunehmen. Wie sieht's aus? Ja, ich glaube, da kommt ein Mikro. Ich glaube, das fehlt der Aufzeichnung. Check, check. Okay. Ich bin Fee. Mich würde nochmal generell interessieren, wie das war mit den Veröffentlichungen, also wie das lief. Ihr hattet ja eben ein bisschen vom Internet erzählt, dass dann alles sich auf einmal geändert hat, aber wie war das denn mit den Plattenveröffentlichung? Also ihr hattet ja eben schon einen Namen genannt von einem Typen, der da irgendwie alles rausgebracht hat, wie ich das verstanden habe. Ja, das war eine ganz offizielle große Firma, United Artists. Die haben euch live gesehen und haben dann gesagt, wir bringen euch raus. Irgendein Produzent vorbei, oder der uns gut fand, und dann hat er es denen vorgestellt. Und dann hat man da einen Vertrag gemacht und ganz normal. Also Virgin Records, Richard Branson, der sich da gerade ins All geschossen hat, dem gehörte ja Virgin Records. Der hatte das Label gegründet, hatte irgendeine Erbschaft gemacht und hat dann Mike Oldfield rausgebracht und den keiner haben wollte. Ne? Und dann Riesenhit, und dann hat er die ganze Reggae-Szene angeleiert. Und der mit Simon Draper, seinem Kompagnon, die haben quasi Tangerine Dream entdeckt und so die Krautrock und Ken. Und haben dann sehr große Vorschüsse bezahlt, so für jede Platte so 80.000 D-Mark damals, was irrsinnig viel Geld war, und haben dann diese Platten veröffentlicht. Und Tangerine Dream haben da eben ihre Weltkarriere gestartet und gehörten so in den End-70er, 80er Jahren zu den Gruppen, die meisten Filmmusiken in Hollywood gemacht haben. Also das wissen nur wenige, ne? Mich würde da noch interessieren, also es wurde dann ja eine richtig kommerzielle Sache sozusagen zu der Zeit. Ja, ich kenne das ja, ich bin jetzt irgendwie 88 geboren, ich kenne ja von heute sozusagen, ich kenne diese Nachwehen, diese Nachwirkung, die erlebe ich. Und deswegen, ich frage mich, wie das zu der Zeit war. Also es war kommerziell, und dann frage ich mich wiederum, was lief dann im Underground ab? Also... Ja, das ist ja oft so, dass eigentlich kommt immer aus dem Underground, kommt immer das, was nachher in den Overground kommt und dann ein Hit wird. Also das ist eben immer diese Entwicklung, und dann dreht sich es oft im Kreise, wird dann so ein Stil, der sich dann so verfestigt. Und beim Krautrock kann man ja gar nicht von einem Stil reden. Da ist Elektronik, da ist Rockelemente und alles Mögliche dabei. Das kann man eigentlich gar nicht so festmachen. Genau. Es gab ja auch viele Alben. Tangerine Dream haben deshalb Erfolg gehabt, weil die nicht gesungen haben. Und in England damals konnte man nicht gut verkaufen, wenn so deutsche Gruppen irgendwie versucht haben, so angloamerikanisch zu singen. Also das fanden die nicht so, das war nicht so verkaufbar. Und darum hat Tangerine Dream da eben, war ja relativ melodisch dann auch, und durch diese Sequenzer irgendwie war das offensichtlich kommerziell auch, ne? Genau. Sehr interessant. Dann habe ich noch eine Frage an dich, Renate, weil du hattest eben von den Groupies, von den Männern geredet, aber wie war es denn mit deinen Groupies? Also hattest die du Groupies? Die hatten alle Angst vor mir. Ja, das kenne ich sehr gut. Ich bin nicht auch Musikerin. Nein, ich war liiert. Ich war nicht interessiert an irgendwelchen Männern. Okay, war verstehe. Totally in love.
With your music? Mit dem Gruppenmitglied. Ach so, ja, dann ist ja alles geklärt. Okay, danke. Ich habe immer davon geträumt, es ist aber dann leider nie passiert. Noch weitere Fragen? Unsere. Ja, wir spielen wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal in London und in Manchester. So die Männer gesund bleiben. Und ich, ja, ich habe kürzlich ein bisschen geshakt. Nee, sowas ist in Planung, ja. Ja, also die Zukunft ist immer noch offen. Jetzt durch die Pandemie ist natürlich nicht so viel passiert wie vorher. Aber ich hoffe, dass ich da wieder anknüpfen kann und so hin und ich würde jetzt auch gar nicht gerne so 5-mal in der Woche spielen wollen, so wie mit 20 oder so, wo man das hinkriegt. Das wäre mir viel zu anstrengend. Aber so 4-5-mal im Monat, das fände ich noch akzeptabel. Und wenn man so lange fliegt, eben zum Beispiel nach China fliegt, 12 Stunden Flug, da braucht man schon eine Woche, bis man den Jetlag überwunden hat und so. Gott sei Dank ist es, wenn man in den Osten fliegt, ist es dann, wenn man da nachts spielt oder abends, ist man irgendwie fit. Aber umgekehrt, Amerika ist dann genau umgekehrt. Das ist ein bisschen sehr anstrengend. Ne? Nee, aber ich habe ja mein Studio zu Hause und schraube rum und bringe immer wieder was raus. Und durch das Internet ist ganz fantastisch. Ich habe gerade mit einem mexikanischen DJ, den ich persönlich noch nie getroffen habe, also habe ich jetzt gerade eine Platte gemacht, beziehungsweise ein Download-Projekt, also was eigentlich nur digital existiert. Und ich hoffe, dass ich den bald mal besuche. Der ist da eine Größe in Mexiko, ist, ich schätze, so Ende 40 und totaler Fan von mir. Ja. Und habe das so entdeckt und das fand ich irgendwie ganz toll. Der hat 2 Grammy-Nominierungen, also ist eine Größe da in Mexiko. Und dieses Projekt, was wir gemacht haben, haben wir irrsinnige Pressereaktionen gehabt. Und ich muss nach Mexiko. Super. Ja, vielen Dank. Genau, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich dann auch, bevor wir hier ganz doll überziehen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank, Renate, Harald, gerne. Christoph, hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß noch. Thank you.